Hallo meine Lieben, hier ist Nani und heute möchte ich mit euch über die Egmont Shorts reden. Und zuallererst, ich bin total begeistert, dass Egmont jetzt deutschen Künstlern in dieser Form eine Bühne bietet. Also wirklich, wirklich ein großes Dankeschön an Egmont und ich bin gespannt, was von den ein oder anderen Zeichnern und Zeichnerinnen noch erscheinen wird. Zuerst aber, wie kommt ihr da dran? Also entweder könnt ihr das online bei Egmont lesen, oder ihr könnt es auch in physischer Form zu einer Bestellung bei Egmont hinzubuchen. Dazu müsst ihr Manga im Wert von, ich glaube aktuell sind es 10 Euro, bei Egmont bestellen. Und dann erscheint die Option, dass ihr euch eben einen dieser Bände oder auch alle drei ausruhen könnt. Und ja, ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, denn es sind wirklich tolle Geschichten dabei. Und über die möchte ich jetzt gerne ein bisschen reden. Als ich damals das Video gesehen habe, in dem die Egmont Shorts vorgestellt wurden, muss ich sagen, dass mich Grave Diggers von Babyfund am meisten angesprochen hat. Das spielt nämlich im historischen Setting und ja, jeder, der mir schon eine Weile folgt, weiß, dass ich historische Sachen sehr gerne lese. Aber zunächst, worum geht es überhaupt? Es geht um Totengräber und eine Verschwörung am Königshof. Da es eben auch nur 32 Seiten sind, kann ich nicht besonders viel darüber erzählen. Allerdings wurde im Video auch gesagt, dass die Geschichte eigentlich auf einen ganzen Band angelegt war und nicht auf eine Kurzgeschichte, wie es jetzt am Ende der Fall war. Das heißt also, die Geschichte musste stark zusammengekürzt werden. Und man muss sagen, das merkt man auch ein bisschen. Die Story geht sehr schnell voran. Man ist ein bisschen verwirrt, wo oben und unten ist. Das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass es tatsächlich ein Einzelband geblieben wäre und nicht versucht worden wäre, das noch irgendwie zusammenzukürzen. Denn man liest ihn und ist, finde ich, ein bisschen unbefriedigt. Beziehungsweise fragt sich, wie es denn jetzt weitergeht. Und ich fürchte, dass wir den Rest der Geschichte nicht noch zu lesen bekommen. Hier noch ein bisschen was zu den Zeichnungen. Es ist sehr zart gezeichnet, hat viele Rückblenden auch, hier am Anfang zum Beispiel. Ein weiteres Werk war Secret Pond. Da wurde gesagt, dass es ein Slice of Life Titel ist. Und da ich auch das sehr gerne lese, war ich super gespannt auf die Geschichte. Und ich muss sagen, die hat es mir wirklich angetan. Ich finde, die Zeichnungen sind sehr einzigartig. Und man merkt, dass es digital gezeichnet wurde, finde ich. Und es behandelt auch etwas ernstere Themen zum Ende hin und hat auch einen Hauch von Boys Love. Die Boys Love-Elemente sind aber sehr zart und auch nur angedeutet. Das heißt also, das kann auch wirklich jeder lesen, für den Boys Love normalerweise nichts ist. Und das letzte Werk, an das ich wirklich gar keine Erwartung hatte. Um ehrlich zu sein, als hier gesagt wurde, dass es empfohlen ab 18 ist, war ich so... irgendein Rumgeballer, da habe ich jetzt irgendwie gar keinen Bock drauf, so Blut spritzt und alles, Gedärme, keine Ahnung. Ich habe mir vorgestellt, dass das mit ab 18 auch wahrscheinlich sehr krass sein muss. Allerdings ist es aus einem anderen Grund ab 18, das habe ich aber einfach nicht gerafft, als ich das Video von Egmont gesehen habe, denn es wird sehr, sehr erotisch und sehr explizit, also wirklich explizit. Das war richtig krass, aber es war sehr gut gemacht und die Zeichnungen sind ein Traum. Es ist also eine Erotik-Action-Story und ich finde, hier wurden die 32 Seiten am besten umgesetzt, denn während die anderen eher sich anfühlen wie der Auftakt einer Geschichte beziehungsweise wirklich eine in sich geschlossene Kurzgeschichte sind, ist das hier eher wie eine einzige Szene, wo man auch Lust auf mehr bekommt, aber die Szene ist in sich schlüssig, hat auch noch einen Twist. Also das war wirklich, wirklich gut gemacht. Und auch hier möchte ich unbedingt in die Zeichnung reingehen. Allerdings ist das schwierig. Also, das sind die Zeichnungen. Zeig mich hier noch ein bisschen. Das war auf jeden Fall der Titel, wo ich am wenigsten erwartet habe und dann am meisten positiv überrascht war. Ich hoffe sehr, dass wir noch mehr
Erotik-Action von Daniel Eichinger bekommen und dass er auch eine Reihe oder zumindest ein Einzelband noch bei Egmont bekommt. Denn das ist auf jeden Fall schon richtig, richtig fortgeschritten und war wirklich on point. Richtig tolle Geschichte. Also ja, holt euch die Egmont-Shorts, lest mal online rein. Vielleicht gefällt es euch auch. Ich finde die Idee richtig, richtig super und bin gespannt, ob es vielleicht nochmal so eine Aktion geben wird und wir vielleicht noch ein paar mehr deutsche Zeichnerinnen und Zeichner kennenlernen. Vielen Dank fürs Zusehen!